Liebe Patientinnen, liebe Patienten, liebe Interessierte, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserer mittlerweile traditionellen Post-ASH-Veranstaltung. Im Dezember 2022 fand wie jedes Jahr der weltweit größte Hämato-Onkologen-Kongress statt, diesmal in New Orleans. Ein ausgewiesenes Expertinnen-Team, nämlich Frau Dozentin Agis, Frau Oberärztin Dr. Autzinger, Frau Professor Kraut, Frau Oberärztin Dr. Seebacher und last but not least Herr Dozent Zeuer werden in ihren Vorträgen über die wichtigsten Entwicklungen in Diagnose und Therapie des Myeloms und der AL-Amyloidose berichten. Herzlichen Dank an alle Expertinnen für die ehrenamtliche Unterstützung. Bevor wir beginnen, möchte ich mich in eigener Sache an Sie wenden. Ich freue mich, Ihnen bekannt geben zu dürfen, dass wir eine Cortison-Broschüre herausgeben. Sie wissen, Cortison ist ein wichtiger Baustein in der Myelombehandlung und diese Broschüre soll Ihnen nützliche Informationen dazu vermitteln. Diese Broschüre, Sie sehen das Cover hier, basiert auf der Videoaufzeichnung Das Myelom im Gespräch, was Sie schon immer über Cortison wissen wollten, mit Frau Oberärztin Dr. Autzinger. Dieses Video sollte auf unserer Website bereits abrufbar sein, oder ich bin sicher, es ist bereits abrufbar, und die Broschüre steht Ihnen bald zum Download auf unserer Homepage zur Verfügung. Sollten Sie aber lieber etwas in der Hand halten, es lieber haptisch haben, senden wir Ihnen gerne kostenlos diese Broschüre zu. Bitte per Mail oder per Anruf anfordern. Sie sehen hier die Inhaltsangabe und das Thema Myelom und Cortison ist ja ein so wichtiges und deshalb haben wir uns bemüht, hat sich Frau Dr. Autzinger bemüht, die Wirkungen und die Nebenwirkungen ganz klar darzustellen. Und außerdem sehen Sie hier auch noch, wir haben Ihre Fragen und Antworten, die bei der Videoaufzeichnung auch dabei waren, auch noch verschriftlicht. Ich glaube, das ist eine sehr nützliche Information, die Sie dann in den Händen halten werden. Mir liegt Bewusstseinsbildung für die Wichtigkeit von klinischen Forschungen mittels Studien sehr am Herzen. Es gibt zurzeit so viele Substanzen, die in einem bestimmten Setting getestet werden müssen, damit man relevante Aussagen über das Medikament machen kann. Und das sind so relevante Aussagen wie Ansprechraten, Nebenwirkungen, progressionsfreies Überleben. Ohne Studien kann man keine Aussagen darüber machen. Und deshalb ist es mir besonders wichtig, darauf hinzuweisen. Und wenn ich eine private Anekdote erzählen kann, auch mein verstorbener Gatte hat an einer Studie teilgenommen und ich war sehr, sehr besorgt. Und er hat gemeint, ich stehe auf den, und er meinte sich selber, steht auf den Schultern von Myelompatienten und Patientinnen, die an einer Studie teilgenommen haben. Und er hofft, dass auch auf seinen Schultern einmal Myelompatientinnen und Patienten stehen werden und die Vorteile sozusagen mitbekommen. Und das ist für mich ein sehr schönes Bild. Darf ich um Slide 3 bitten? Es
Ist mir besonders wichtig, die Sorgen und die Ängste, die Sie dabei haben, wenn Sie an einer Studie teilnehmen wollen, anzusprechen, mit Ihnen zu besprechen. Und dafür bin ich da. Ich bin für Sie, also für die Myelompatientinnen und für ihre Angehörigen als Ansprechpartner für klinische Studien in unserer Selbsthilfegruppe da. Was bedeutet das? Was kann ich für Sie tun, wenn ich sozusagen ein Clinical Trial Ambassador bin? Mit Ambassador meint man Botschafter. Ich kann mit Ihnen medizinische Fachausdrücke in verständlicher Sprache durchgehen. Ich kann Ihnen Fakten und Patientenrechte und Einverständniserklärungen ergehen. Ich kann Ihnen Hilfestellung geben beim Suchen und auch faktenbasierte Informationen. Natürlich kann ich auch einen Studienarzt oder eine Kontaktperson. Wir haben ja auch das Myelom am Telefon, Sie damit in Verbindung setzen. Was ich nicht tue, oder was ich auch gar nicht darf, ich empfehle niemals die Teilnahme an einer bestimmten Studie. Ich hoffe, dass Sie sich an mich wenden werden, wenn Sie Hilfe für die klinischen Studien brauchen. Ich bin für Sie da. Und mein letzter Punkt, den ich noch erwähnen will, ist eine Empfehlung, und zwar eine Empfehlung von der DLH, Deutsche Leukämiehilfe, und zwar das Infoblatt zu Covid-19. Dieses Infoblatt zu Covid-19 heißt Aktuelles für Menschen mit Krebserkrankungen und ist vom Stand Februar 2023. Es ist eine exzellente Zusammenfassung zu dem Thema Covid-19 die ganze Bandbreite von Impfstoffen, von Immunantworten, Effektivität der Impfung bis hin zu Nebenwirkungen, Übersicht der Antikörper, virushemmende Medikamente werden da auch beschrieben und letztlich sogar Therapierisikopatienten werden ganz besonders gesondert besprochen. Und für mich besonders wichtig ist, dass Sie zuletzt auch die Vorbeugung, den Nestschutz und die Hygienemaßnahmen ganz genau beschreiben. Es ist ein sehr empfehlenswerter Lesestoff. Zu finden ist dieser Lesestoff auf der Homepage von der DLH, also von der leukämiehilfe.de. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen und eigentlich uns allen interessante Vorträge und hoffe, dass Sie die Gelegenheit auch nützen werden, Fragen zu stellen. Zum Ablauf kann ich noch sagen, wir beginnen mit Frau Oberärztin Dr. Autzinger, dann spricht Herr Dozent Dr. Zeuer, danach kommt Frau Professor Kraut und zuletzt Dozentin Agis mit AL-Amyloidose beim multiplen Myelom. Danach werden wir eine Pause machen und von 18 bis 19 Uhr findet die Frage-Antwort-Runde statt, welche von Frau Oberarzt Dr. Seebacher moderiert wird. Sie können ihr auch die Fragen per Mail, Sie sehen Ihre E-Mail-Adresse unten eingeblendet, jederzeit senden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen interessanten Vortrag oder Vorträge. Dankeschön.